Hallo. Und zwar, ihr habt ja schon gesehen, was es gibt. So eine schönen Vanillequarkröllchen und ich sage euch einfach mal die Zutaten. Und zwar, das wären einmal 225 Gramm Mehl, das habe ich hier jetzt schon reingegeben. Dann ein halbes Päckchen Backpulver. Dann eine Prise Salz. Dann sind es, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Das sind 35 Gramm Butter, genau. Dann sind es 2 Esslöffel Zucker und 50 Gramm Joghurt. Und ja, genau, hinter mir habe ich jetzt noch 100 Milliliter lauwarme Milch. Deswegen ist die hinter mir, weil die auf dem Herd ist, weil da kommt ein Viertel Würfel Hefe jetzt gleich rein. Und ja, das mache ich jetzt auch gleich. Das müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Ihr wisst ja einfach die Hefe reingeben und dann sehen wir uns gleich, wenn es So, also richtig nicht, dass ihr losgeht. euch wundert, das ist natürlich jetzt nur die Zutaten für den Teig. Und für die Füllung, das mache ich dann danach, weil der Teig, der muss ja jetzt eh dann gehen. Und dann können wir in Ruhe das mit der Füllung machen. Dann ist nicht alles so vollgestellt. So, und zwar, wie gesagt, die Hefe, die habe ich jetzt in die Milch gegeben. Und jetzt geben wir einfach alles zusammen. Kriege ich hier noch eine Prise? Ja, kriege ich noch raus. Dann das halbe Päckchen Backpulver. Dann den Zucker. Dann die Butter. Und dann den Joghurt. Verrühre das jetzt erstmal und dann gebe ich. Hoppala! Das war wohl nicht richtig, oder? Jetzt rühre ich das erstmal und dann gebe ich danach die Milch dazu. Ihr könntet jetzt aber die Milch mit Hefe auch reingeben. So, jetzt gebe ich sie einfach mit dazu. Und weiter geht's. Habe ich euch mal hier aus der Perspektive, denn ich wollte euch den Teig zeigen. Also so sieht er aus. Und jetzt stelle ich den einfach an einen warmen Ort und lasse ihn einfach erstmal ruhen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und bereiten die Füllung Und zu. da bin ich wieder. Und es ist jetzt eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Wir brauchen auch nicht viele Zutaten. Und zwar, ich sage es euch einfach mal, wir brauchen so 125 bis 150 Gramm entweder Quark oder man kann auch Frischkäse benutzen. Das kann man machen, wie man will. Dann ein Ei, das habe ich schon getrennt. Da brauchen wir auch beides, sowohl das Eigelb als auch das Eiweiß. Dann ein halbes Päckchen so Puddingpulver mit Vanillegeschmack. Dann 25 Gramm Puderzucker. Dann ein bisschen Vanilleextrakt. Muss man schütteln hier. Vanilleextrakt, beziehungsweise ihr könnt auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen, wenn ihr das lieber wollt. Und das war es eigentlich auch schon. So, Und zwar jetzt geben wir bis auf das Eiweiß. Das Eiweiß ist später nur zum Bestreichen. Aber ansonsten geben wir die anderen Zutaten. Ich habe jetzt ja Quark, ich habe keinen Frischkäse genommen. Und dann geben wir den. Dann Puderzucker. Zucker, dann das Eigelb, dann das halbe Päckchen Puddingpulver, hoppala, so.
Und etwas Vanilleextrakt in meinem Falle jetzt. Und dann einfach miteinander verrühren, ganz simpel. So, und bis wir die Creme jetzt wieder brauchen, gebe ich sie einfach so lange in den Kühlschrank. So, jetzt habe ich den Teig geholt, habe schon ein bisschen hier meine Fläche eingemehlt und jetzt werden wir es einfach ein bisschen ausrollen. Und zwar in so einen recht eckiger Form. So. Und jetzt nehme ich einfach hier meine Teigkarte und tue so ungefähr in der Hälfte erstmal teilen. Übrigens, den Backofen könnt ihr schon mal auf 180, 190 Grad vorheizen. So. Und jetzt habe ich hier die Creme. Jetzt rühre ich die einfach noch mal ein bisschen um. Und dann kommt die einfach hier schön drauf. Ich gehe jetzt nicht ganz an den Rand, also zumindest oder am Rand nicht so viel, damit es nicht gleich raussapscht. Mach erstmal nicht so viel, dass ich gucke, wie mir die Füllung reicht, wenn ich beide bestrichen habe. Und wenn das dann gemacht ist, dann rollen wir die einfach so zusammen. Hier auch. Dann legen wir die einfach hier aufs Backblech. Die ist auch, lassen wir ein bisschen Platz, weil die ja dann noch ein bisschen aufgehen. Und jetzt pinsel ich sie gerade noch ein bisschen mit dem Eiweiß, das wir ja vom Eigelb noch übrig hatten, ein. Dann soll das Ganze für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Ich sage euch dann aber nochmal oder schreibt es euch, wenn ich es wieder vergesse zu sagen, dann schreibe ich es, wie lang es am Ende dann wirklich drin war. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Ich zeige es euch eh gleich nochmal vom Nahen. Ich habe das hier jetzt schon mal für das Foto fertig gemacht. Und da habe ich noch den anderen. Und genau, wegen dem Backofen, es war insgesamt bei mir bei 190 Grad so knapp 25 Minuten drin. Ja, aber ihr könnt ja, das ist ja je nach Herd, ihr könnt ja bei euch selber dann nochmal gucken, wenn es oben braun wird und so, dann kann es raus. Ja, und jetzt zeige ich es euch nochmal aus der Nähe. So sieht das gute Stück aus. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!